geht los. Noch. Servus! Alles gut? Soweit eigentlich ganz gut. Ich bin wirklich gesundheitlich gut durch den Sommer gekommen, habe wirklich 5 Monate mich gut vorbereiten können auf das erste Rennen jetzt. Das erste Rennen ist immer was Besonderes hier in Sölden, weil es im Endeffekt auch eine Standardbestimmung für uns alle ist. Und noch dazu ist es ja im Endeffekt auch ein gewisses Heimrennen für mich als Oberkugler und Hochkugler Testimonial. Von dem her freue ich mich riesig auf Sonntag und hoffe, dass ich da gute Leistung bringen kann. Also absolut genial im Endeffekt. Man braucht ja bis heute im Endeffekt schauen. Also von dem Wetter her ist es echt Traum, auch von den Skipisten her. Ist wirklich alles geboten. Wir können sehr, sehr früh in den Winter schon starten. Wir haben schon Anfang Oktober wirklich mit Trainingsmaßnahmen hier im Ötztal anfangen können. Also von dem her ist es für uns immer eine super Sache, dass wir hier sind. Es ist auf jeden Fall extrem schön, landschaftlich, wirklich ein Traum. Man sieht es hier, man kann wirklich sehr, sehr viele Sachen machen. Noch dazu ist es extrem gut ausgebaut mit einer super Infrastruktur. Und auch die Pisten und auch die Berge rundherum sind einfach wirklich ein Traum. Ja, ja, absolut. Ich bin ja früher im Tiroler Skiverband gewesen und da waren ja auch sehr, sehr viele Ötztaler. Von dem her haben wir da relativ früh gut dran gewöhnen können. Ich kann es leider noch nicht sprechen, aber vielleicht in nächster Zeit. Ja, ho! Na, also es ist auf jeden Fall sehr gut, dass man interne Konkurrenz hat, dass man wirklich auch im Training immer an sein Maximum gehen muss, um wirklich auch Top-Leistungen zu bringen und um auch da dabei zu sein. Und jeder will natürlich da im Training der Schnellere sein. Und von dem her pusht man sich da gegenseitig wirklich zu Höchstleistungen. Und im Endeffekt, das macht unser starkes Team auch wirklich aus. Ja, man braucht jetzt kein großer Hellseher sein, dass Ted Ligeti natürlich wieder das Maß aller Dinge heuer sein wird im Riesensalom. Auch ein Alexis Pintero. Aber auch die Österreicher mit Schauerkofer und Hirscher sind definitiv nicht zu unterschätzen. Also die sind richtig stark, haben wir im Training schon gesehen. Und von dem her wird das sicher eine ganz heiße Sache da am Sonntag. Neureuther.